Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch Mittwoch früh, ausnahmsweise mal so früh mit der Aufnahme. Ich wollte das gute Wetter ausnutzen und sagte mir, ich zeige euch mal wieder etwas mehr von meinem Garten. Ich bin jetzt hier auf der Terrasse und ihr seht die wunderschönen Rosen. Jedes Jahr kommen sie wieder, ohne dass ich da groß was dran gemacht hätte. Es ist für mich ein Ort hier im Garten, an dem ich durchatmen kann, mich an der Natur erfreuen kann, Seele baumeln lassen kann. Und dazu passt folgende Geschichte über die Achtsamkeit. Ein alter Mönch wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so gesammelt sein könnte. Er antwortete: Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Da fiel ihm der Fragesteller ins Wort und sagte: Aber, lieber Mönch, das tun wir doch auch. Aber was machst du noch darüber hinaus? Er antwortete: Nein. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Was will uns diese Geschichte sagen? Für mich heißt es, dieser alte Mönch, der sagt, was ihr tut, das tut aber richtig. Konzentriert euch auf das, was jetzt zu tun ist und denkt nicht schon wieder an den nächsten und übernächsten Schritt. Dann verliert ihr die Ruhe und Konzentration. Ich selber bemühe mich, für Gespräche, für seelsorgliche Gespräche immer genügend Zeit einzuplanen, Abstand zum nächsten Termin zu lassen, weil ich kenne es aus leidvoller Erfahrung, man setzt sich selber unter Druck, man sitzt wie auf Kohle und denkt, oh je, ich müsste eigentlich jetzt schon weiter sein. Und das Gespräch wird dadurch beeinträchtigt. Ich kenne es selber von Leuten, die in den Urlaub fahren und sich eigentlich am Urlaub freuen wollen, aber gedanklich schon beim nächsten Urlaub sind. Das mindert alles die Schönheit, die Wahrnehmung und die Entspannung. Wir brauchen Zeit, um das zu tun, was zu tun ist. Wir brauchen Zeit, damit unsere Seele sich an den Dingen erfreuen kann, dass die Seele alles aufnehmen kann. Und abschließend fand ich die schöne Geschichte, dem Stichwort, die Seelen müssen nachkommen. Ein Forschungsreisender unternahm einmal einen Gewaltmarsch durch den Urwald am oberen Amazonas. Zunächst kam die Expedition unerwartet schnell vorwärts. Am dritten Morgen aber blieben alle Einheimischen mit ernsten Mienen auf ihren Fersen sitzen und machten keine Anstalten, aufzubrechen. Erstaunt fragte der Forscher ihren Anführer, ob die Träger mehr Geld verlangten oder mit dem Essen unzufrieden seien. Oh nein, antwortete der Sprecher, wir können nicht weitergehen, weil unsere Seelen zurückgeblieben sind und nun müssen wir warten, bis sie unsere Körper wieder eingeholt haben. Die Seele muss nachkommen. In dem Sinne, genießt noch die Sonne heute. Bleibt behütet, euer Paul.